Moin Freunde, wie geht's euch? Heute mal, wie ihr sehen könnt, kein Magnetangeln. Es gibt jetzt nämlich einen schönen saftigen Vlog die nächsten Tage. Und zwar werden wir heute endlich mal, nach ganzen Corona, dies, das und jenes, endlich mal in den Urlaub fliegen. Und das geht nach Rhodos, Griechenland. Es ist jetzt 1:44 Uhr. Um 2:30 geht's los Richtung Hamburg Flughafen. Käffchen ist auch schon am Start. Meine Freundin sitzt da im Dunkeln. Aha. Ja. So, ich trinke jetzt noch ein Käffchen. Dann machen wir uns fertig und dann würde ich sagen, wir sehen uns danach. Handgepäck ist da. Ist am Start. Ja, den Koffer haben wir ja schon gestern bei Schwiegervater im Auto geladen, weil der fährt uns da ja auch jetzt zum Flughafen. Und weil bei uns jetzt hier Baustelle ist, müssen wir jetzt halt, das war auch schnell gedreht. Da hat er mir ein Bein gefunden. Nee, das habe ich auf Kamera. Das ist schön. Ich hab dir gar nichts gestellt. Du kannst doch nicht gehen, du blöde Nuss. Wie gesagt, hast du mir ein Bein gestellt? Auf jeden Fall müssen wir hier am Arsch der Heide parken. Und wir fahren jetzt mit dem Auto zu zu meinen Schwiegereltern, also zu ihren Eltern. Da parkt er noch das Auto die nächsten Tage und lass uns jetzt gleich dahin kutschieren. Endlich kann ich auch mal reden. Es war am Hamburger Flughafen so stressig. Wir haben beim Check-in eine Stunde gestanden und bei der Sicherheitskontrolle haben wir 1,5 Stunden gestanden. Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auf Rhodos. Herrlich. Hier hört man die, was habe ich gesagt, Heuschrecken? Zirpen, Zirpen, Grillen, Grillen, Zirpen. Ich kann mal die Grillen nicht riechen. Ja. Endlich die ganze Anstrengung, aber es ist alles vergessen, es ist alles wie Tobi. Das gefällt mir. Ich würde sagen, ich chill erstmal und mach morgen weiter mit dem Video, oder? Ja. Ja, das hört sich gut an. Okay. Dann bis nachher. So, ich hatte ja letztes Jahr, wir chillen mal ganz kurz. Das bisschen Chillen ist jetzt 4 Tage her. Wir haben jetzt 10:32 Uhr und wir haben griechischer Zeit natürlich 32 Grad. Deswegen mit Hut, Freunde hat auch einen Hut und die Schwaben sind auch da. Hallo, moin. Die Schwaben sind dann auch mal endlich angekommen. Ihr hattet ja
ihr, das war ja, das ist ja auch eine ganz geile Geschichte eigentlich. Ihr solltet fliegen am Donnerstag um 6 Uhr. 6 Uhr. Genau, und um 16 Uhr sind wir dann losgekommen. 13 Stunden am Flughafen. Grüße gehen raus an den Münchner Flughafen. Danke, Felix. Läuft bei euch richtig gut. Wir sind jetzt, wo sind wir eigentlich? Auf Rhodos, auf jeden Fall. Olympia. Eine Insel. Wir sind auf, ja, Wolfi wusste seit vorgestern nicht, dass wir auf einer Insel sind. Zu geil. Wir gehen jetzt, ich weiß gar nicht, in welchem Ortsteil wir gerade sind, aber wir gehen jetzt hier zu einem Wasserfall. Wir wollen uns das mal angucken und den zeige ich euch denn gleich. Wir sind jetzt gerade hier in so einem Laden, wir wollen uns irgendwas zu trinken holen. Und dann sehe ich hier gerade, oh, satte Dinge. Herrlich. Da geht das Herz auf, oder? Ja. Ja? Also nicht wundern, ich habe Hut auf. Es ist zu warm. Ohne Hut, dann gehst du tot hier. Leute, jetzt habe ich was gefunden. Zwischen steinig und rutschig hier alles. Muss echt aufpassen. Aber guck mal, was ich gefunden habe. Also, nächste Folge ist Seven vs. Wild. Können wir hier auf Rhodos machen. Ja, meinen Unterschlupf habe ich schon gefunden. Ist extrem geil hier. Tatsächlich. Sehr schön. Hier kann man bleiben. Aber hier ist so ein bisschen Müll. Aber das ist cool hier. Und schön kühl hier unterm Stein. Ah, geil. So lässt sich das aushalten. Oh, es ist aber auch scheiße warm. Leute, wirklich. Und ich weiß nicht, wie weit wir das noch zum Wasserfall haben. Ich höre ihn auch noch nicht mal. Ah. Und ich habe so einen derben Sonnenbrand. Ah, es ist Katastrophe, sage ich euch jetzt schon. Das ist ja auch, das hier ist auch ein kriminell hier, aber passt. Das sieht aus, ne? Ja, also wir gehen den Weg mal wieder zurück. Wir sind falsch gelaufen. Wir sind nämlich an der Straße, wo wir reingefahren sind. Und ich glaube nicht, dass es da wasserfalltechnisch besser aussieht. Also können wir jetzt den ganzen Bums wieder hochlaufen. Also, wir haben jetzt eine nette Dame getroffen, die auch Deutsch spricht. Und sie sagte uns, dass der Weg auch verkehrt ist. Wir müssen eigentlich schon wieder die Hälfte wieder zurücklaufen. Und dann kann man da durch so einen Tunnel laufen und dann ist man da. Aber der Tunnel ist ein bisschen schmal. Und ja. Die Wärme macht das aber auch irgendwie nicht besser. Tatsächlich. Oder? Ach nee? Ja. Mir ist nicht aufgefallen. Es ist scheiße warm, wirklich. Ohne Scheiß. Ey, läuft die Suppe. Das kannst du nicht aushalten.
Also man muss wirklich bei dem Wetter Wanderung wirklich in so einem Ausmaß eigentlich total komplett vermeiden und wesentlich mehr Wasser trinken. Das hier reicht einfach nicht aus für so eine Tour. Aber jetzt machen wir erstmal hier eine kleine Pause und danach geht's weiter. So Freunde, Wasserfall wurde nichts. Das war nachher, das ist einfach zu heiß, oder? Du? Das ist einfach zu heiß, das wird nichts. Dann haben wir gedacht, okay, komm, fahren wir so ein Schmetterlingstal. Ne? Mal wieder so ein paar Schmetterlinge angucken. Aber auch die Sache macht es hier einfach nicht besser. Wir brechen das jetzt alles ab und fahren wieder zurück ins Hotel. Das ist einfach brutal hier, die Hitze. Das hält den Kopf nicht aus. Es sind zwar nur 32 Grad, aber fühlt sich an wie 45. Wir sehen uns im Hotel wieder. Alles klar, haut rein. Ciao. So, Auto haben wir uns auch gemietet. Hast ein schickes Teil. Mal kurz das noch an hier, so ein Geländeteil hier, wa? Schon ein geiles Ding. Nein, Spaß. Wir haben uns ja so ein Caddy geholt. So ein alles Ding. Aber er macht seinen Job. Klimaanlage hat er auch. Die ist noch ein bisschen semi-geil, aber es reicht. So, wir brechen jetzt hier ab. Das ist einfach zu heiß. Das geht einfach nicht. Wir fahren jetzt zurück ins Hotel. Ah, dann melde ich mich. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Hier können wir mal hier mal. Sieht ja ganz toll aus. Ja. Ah. Ah, guck mal hier, wir haben ja noch so einen schönen Brunnen hier. So, aber letztendlich können wir mal kurz ins Zimmer und dann mal entspannen. Heute Abend zeige ich euch mal das Hotel, nicht bei der Hitze und so. Da habe ich echt keinen Bock drauf gerade. Oh. Also wir wollen jetzt die nächsten Tage abends noch mal in so ein größeres Dörfchen erfahren und da auch noch mal ein bisschen rumbummeln. Und dann, was los? Was los? Ey, sag mal, was machst du denn? Ich will die Kamera ausmachen. Gut, ich würde sagen, dann bis gleich. Was soll ich? Mach die ganze Zeit immer Aufnahmen. Und hab jetzt gerade mal festgestellt, ich habe das Zimmer euch noch gar nicht gezeigt. Also, würde ich sagen, zeig ihr erstmal das Zimmer. Also, wir sind jetzt hier auf dem Balkonien. Ja, auch ganz entspannt. Jetzt kommen wir mal rein hier. Hier haben wir das Liebesnest. Da ist ein Kleiderschrank, da ist die Freundin. Ja, so ein Spiegeldings. 1A Flachbildschirmfernseher von, keine Ahnung. Hat auch nur drei Sender. Fox, Pro7 Max. Drei deutsche Sender. Und was weiß ich, keine Ahnung. So, da haben wir hier im Flur unser Waschbecken. Und hier haben wir Dusche, WC und BG-Bar. Also lustigerweise haben wir da noch einen Abfluss. Und hier ist auch einer. Weil da läuft nicht so viel hin. Es läuft alles hier um die Glasscheibe rum und läuft dann hier rein. Ja. Das zumal jetzt zu dem Zimmer. So, wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht. Wir wollen jetzt nämlich auf Tour, weil jetzt ist ein bisschen angenehmer von der Wärme. Relativ. Ist ja auch erst Viertel nach 6 und 35 Grad. Aber ansonsten läuft. Viertel nach 6 und 35 Grad, siehst du, läuft. Wo wollen wir eigentlich hin? Keine Ahnung, wo du jetzt hin wolltest. Achso, keine Ahnung. Planlos ging ja planlos. Du hast irgendeinen Vorschlag gemacht. So, der Wanderhut. Meine. Der Wanderhut darf ja nicht fehlen. Ne? Und ich würde sagen, sehen wir uns gleich im Auto, dann besprechen wir erstmal die Lage. Stadt Rhodos. Also wir sind jetzt wo? In Rhodos. Ja, das weiß ich, wo wir sind, aber wie heißt das die, wo wir sind? Akropolis. Akropolis. Akropolis, Akropolis, keine Ahnung. Auch ein Popo oder wann? Gut, irgendwas mit Popo. Und was kann man da sehen? Säulen. 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 Ja. Also wir haben auf dem Herweg haben wir schon was Geiles gesehen. So mit mehr Blick und so, aber
Vielleicht kann ich das nachher nochmal einmal einfangen. Aber jetzt wandern wir erstmal dahin und dann zeige ich euch das dann mal. Jetzt sind wir eine halbe Stunde gefahren für 4 Säulen. Und? Wow. Aber Leute, guckt euch den Ausblick dahinter an. Was? Wie geil. Tja, anscheinend. Was willst du sagen? Ende. Aber eigentlich geht's hier noch so runter, aber ich weiß nicht, wo es da längs führt. Das ist jetzt so mein Problem. Fängt man sich da jetzt durch, aber ich glaube, da hinten ist einfach nichts mehr. Und auf der anderen Seite können wir nicht weiter, weil da ist ein Zaun. Ja. Hm. Also was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal rein. Nur der Charakter. Feuerball, Junge. Ja, aber hier ist Ende. Okay.